Ja, hallo liebe Leute, ich habe hier willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Diesmal als Frost, Todesräder in der brodelnden Küste. Und wie man schon sieht, der hat nicht viel Gear. Der ist gerade mal 402 Item Level im PvP. Die Skillung, die wir hier spielen als Frost, die könnt ihr wieder ganz einfach unten aus der Videobeschreibung rauskopieren, wenn ihr sie selber mal probieren möchtet. Und wir spielen Zauberschutz, Strangulieren und Nekrotische Aura. Und dann schauen wir erstmal, ja, ob wir irgendwas hinkriegen mit unserem DK. Ich hoffe mal ganz stark. So, wir haben hier schon mal einen, aber der sieht mir nicht so aus, würde irgendwie antitappen. Da kommt noch ein Red ganz kurz mit rein. Wir können Red eventuell komplett rausgrippen. Stunnen ihn hier. Bubble geht raus. Okay, da brauchen wir gar nicht Damage. Kometen gerade da oben stand noch einmal der Mönch und irgendein Hunter schießt mich an. Ich glaube, dass wir hier fein sind. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir könnten sonst hier noch einmal reingehen, die zwei Desorienten, einmal hier unsere Kettenunterkühlung reinhauen. Und dann soll es hier eigentlich den ersten eh schon zerreißen, nachdem jetzt doch noch ein paar mehr reinkommen. Wir können hier sogar noch AOE-Grip anmachen. Schauen, dass wir den hier nochmal rübergrippen. Aber das war schon die Erde. Den hat es gerade schon zweimal gegrippt. Dann gehen wir als Strangulate einmal auf den Healer, damit er nicht healen kann. Wird leider zeitgleich auch drauf. Gestern, da sind wir ungut und da vorne haben wir noch einen Rogue, den debuffen wir gleich, schauen, dass wir ihm hier einmal Eisketten geben, damit er nicht ganz so schnell bei uns ist. Und wenn er ankommt, dann frieren wir hier beide ein, schauen, dass wir reingehen, aber der Warlock, der shrinkt instant raus, der wartet keine Sekunde, Double Defensive sind an, wirklich viel Damage bringe ich da gerade nicht rein, weil meine Sachen sind alle auf CD und ich habe keinen guten Go angebracht gerade, das war nämlich irgendwas, der Schurke versucht sich aus dem Staub zu machen, hat aber Blitz und alles drauf und wir können ihn gleich wieder slowen, jetzt ist er slowed, der Warlock hat erstmal gefakecastet, damit hat er hier einmal den Buff bekommen, aber jetzt sieht es so aus, als würden wir ein bisschen dominieren. Glaube ich zumindest. Der killt mich halt. 100 Pro. Wenn der mich stunt, ist aus für mich. Ich könnte CDs ziehen, aber ich weiß nicht, ob ich... Der committed beinhart alle CDs rein. Death macht alles. Ich sterbe hier. Wenn ich nicht zum Healer komme, bin ich tot. Ich könnte noch einen Ghoul beschwören und opfern. Oh mein Gott, Alter. Die Verzweiflungstat vom Schurken gerade noch. Ich glaube, wir laufen mal Richtung Heiler hier ganz kurz. Viel kriege ich hier noch nicht zusammen. Ich würde so gern so einen Burst Go anbringen, aber hier ist halt immer nur ein Ziel Maximum irgendwie. Vielleicht, wenn wir irgendwie die zwei zusammenkriegen, drippen den hier rüber, hauen Kettenunterkühlung rein, dann bounce das hier wenigstens ein bisschen und dann sieht man gleich, dann bin ich tatsächlich auch mal im Details drinnen. Da macht dann auch gleich mal was Schaden hier, aber als Frost Decay ist es immer ein bisschen blöd, wenn man halt nur gegen ein einziges Ziel halt was zieht. Das fühlt sich immer nicht so geil an. Wir helfen unserem DK-Freund hier gerade mal. Ich kenne den zwar nicht, aber ich dachte mal, wir stehen dem vielleicht bei. Aber ich glaube, der hat es jetzt auch hinter sich. Ich habe ihn zumindest einmal weggegrippt, aber er ist dann reingerannt. Er wollte dann doch nicht unbedingt mit dem hier battlen. So, der Hunter, der macht sich auch aus dem Staub. Da können wir aber mal reingehen. Wir können die antimagische Höhle ziehen. Vielleicht kommen wir da ein bisschen leichter gegen an. Aber der Ele, der haut den eh schon aus dem Leben. Ich will so bad nochmal einen richtigen Go anbringen. Ich hätte nämlich in 15 Sekunden wieder alles ready. Dafür bräuchte ich aber wenigstens einen Barspieler gerade, die sich hier auf ein Abenteuer mit mir einlassen wollen. Ich glaube aber, die sind alle beim... Ja, die sind alle da drüben, Beinhardt. Da ist einfach alles. Da ist auch unser Heiler. Unser Heiler ist auch dort. Das heißt, ich will da auch rüber, denn da überlebe ich eventuell auch. Und wenn wir da alles committen können, dann fühlt sich das auch gleich richtig nice an, glaube ich. Wir schauen mal, was hier vorne abgeht. Oh, da haben wir drei Leute, vier Leute am Start. Da gehen wir rein. Der Breath geht durch. Wir grippen hier alles zusammen, wenn wir können. Drache fährt drüber. Kettenunterkühlung geht rein. Und oh mein Gott, der Damage. Er eskaliert einfach. Das meine ich mit Frost DK. Das ist so satisfying, wenn sowas passiert. Stell dir das mit Gear vor gerade. Das ist so nice, wenn sowas passiert. Wenn man mit meiner Spec spielt, könnte man auch vorher noch Death and Decay, also Tod und Verfall, drauflegen, weil dann cleave ich auch noch zusätzlich mit Auslöschen. Und das ist natürlich sehr, sehr geil, wenn man da halt maximal reinballern kann. Das ganze Setup bauen vom Frost Decay fand ich schon immer irgendwie witzig. Muss mal Unholy testen noch. Unholy habe ich schon seit keine Ahnung wie viel lange nicht mehr gespielt. Irgendwann haben wir in BFA, glaube ich, mal ein Unholy BG Commentary gemacht. Ansonsten letztes Mal aktiv war ein Cataclysm überhaupt. Wir slowen mal den Rogue hier oder generell hier beide. Machen unseren Tempo-Buff an. Grippen den rein. Blinden hier beide. Hauen mal unsere Kettenunterkühlung rein, damit das hier ein bisschen tickt. Gehen gleich schon defensive. Da ich hier eh schon ein bisschen im Wegsterben bin. Wir können dann hier mit Big Damage reingehen. Wir starten den Rogue nochmal auf seine Evasion. Vielleicht kriegen wir ihn ganz fix down. Oh mein Gott, war das lucky.
Oh mein Gott, war das lucky. Wäre der rausgekommen, wäre er komplett fein gewesen wegen Evasion. Aber er hat ja kein Trinket mehr und dann ist halt einfach vorbei. Wir können den hier einmal kicken. Der andere kickt noch daneben. Das ist immer ungut, weil dann kriegen die Caster jetzt immer Voraussicht. Den Buff mit 15% mehr Tempowertung. Und Tempowertung willst du dem Caster, vor allem dem Afilok, nicht unbedingt füttern for free. Deswegen aufpassen, dass man dann nicht unbedingt... Ja, daneben kickt. So, wir haben eigentlich das rechte Erz ist offen. Da ist unser Schurke. Der Schurke stirbt aber schon weg. Da geht aber schon Heiler hin. Ich glaube, wir werden uns auch ganz fix auf den Weg dorthin machen, damit wir da eventuell noch helfen können. Schurke scheint fein zu sein. Ich glaube, der hat nur 1v1 gerade gewonnen, nachdem auf einmal gar nichts mehr reingeht. Never mind, da ist noch mehr als genug. Ich kann gerade noch eine Big Damage machen. Oh mein Gott, da geht so ein geiles Setup rein. Ich schwöre dir, ich kann da alles killen gleich in 3 Sekunden. Lass mich 3 Sekunden leben gerade, aber ich glaube, bis dahin sind alle Allianzler tot. Egal, wir committen nochmal, alles geht raus, wir grippen alles auf einen Haufen, alles wird eingefroren und dead. Da kommt noch einer rein, das wird aber auch nichts, da kommt noch einer rein, okay, es hat sich doch halbwegs gelohnt. Wir können ihm Strangulate geben, damit er nicht kamen kann und dann ist er auch schon down. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Es war sogar ein Rot in des Himmelshorns. Das ist auch noch nice, nämlich weil Frostschaden natürlich davon skaliert halt, wenn man jetzt Kettenunterkühlung oder was reinhauen, was wir gerade vergessen haben auch noch. Aber das Timing war gerade daneben. Hätte ich davor was abgehabt, hätte, glaube ich, alle ich mit meinem Damage zerlegen können, aber ging sich halt gerade nicht aus. So, das erste da drüben, das gehört uns nicht. Da ist der Rogue, oder? Ne, der Rogue ist hier unten gerade. Der hat sich aus dem Staub gemacht. Da oben antitappt aber noch ein bisschen was. Der Warlock ist wieder mit dabei, aber der ist eh schon down. Ein zweiter Lock ist noch am Start. Kriegt aber schon Silence, das heißt, er kann nicht antitappen. Wir können ihn nochmal stunnen drauf, damit er nichts machen kann. Und dann können wir ihn hier deleten, damit wir das nächste Erz am Start haben. 1100 zu 300, da drüben rennt der Paladin. Da defft aber nur unser DK. Unser DK battelt sich mit einem Disziplinpriester. Das hier sollten wir haben. Schauen wir, ob da noch was reingeht. Der Red ist jetzt auch mit dabei. Eventuell können wir dem Red hier noch, dem DK meine ich, noch helfen. Er kriegt einen Full Stun, Shrinketed raus. Der Red minimal am Bursten. Ich habe hier ein CD-Reset, was kinda big ist. Was haben wir hier gerade noch am Start? Der Priester ist hier dabei. Wir committen unsere CDs, machen unseren AOE-Grip an. Priester ist mit dabei. Kettenunterkühlung geht raus. Pain Suppression geht raus. Wir silencen den Priester, damit er den Red nicht healen kann. Können aber maximal gerade reinpumpen. Gehen hier nochmal für anti-magische Hülle einmal ganz kurz. Schlachtstandarte geht raus. Die können wir killen. Melee-Bubble geht raus. Jetzt aber komplett. Wir stunnen einmal kurz den Paladin noch, aber der ist schon die Erd ohne Ende. Jetzt haben wir auch noch den Falschen gekickt, weil mein Tab-Targeting gerade maximal versagt hat. Aber ja, ich wünschte, da wäre gerade noch einer gewesen. Dann hätte ich ein bisschen mehr Pressure fahren können, denn das Talent ist natürlich sehr, sehr geil hier mit andauerndes Unterkühlen. Das heißt, jedes Mal, wenn Kettenunterkühlung hin und her springt, hat es eine Chance, dass ein weiterer Sprung erzeugt wird. Und wenn da natürlich mehrere Leute sind, garantiert es immer, dass es halt springt. Erstens mal, weil sonst kann es immer sein, dass einer zu weit weggeht und dann bricht es ab. Und das ist natürlich sehr, sehr geil, wenn das dann die ganze Zeit hier am Bouncen ist und man halt wirklich Damage macht ohne Ende. So, der ist eh schon dead. Den grippen wir hier wieder zurück ins Geschehen. Einmal rein, könnt ihr Pillar of Frost anmachen. Big Obliterates. Und oben haben wir noch einmal den Paladin als auch den Feral Druid, die sich hier nochmal versuchen werden, Kettenunterkühlung rein, weil sie nebeneinander rennen. Können eventuell den Feral hier einmal killen, werden geblindet, nicht so tragisch. Der Pali geht eh so oder so dann. Unser letztes Erz sollten wir hier abbauen und damit haben wir doch tatsächlich gewonnen mit dem DK. Wer glaubt denn das? Wer glaubt denn das? Dass wir im DK tatsächlich gewonnen haben. Ich meine, Beste gegeben, 3,3 Millionen Damage dann, 8 Kills, 0 mal gestorben. Echt? Warte, bin ich an der... Bin ich nicht an dem Todesurteil gestorben? Vorher nicht Todesurteil. Deathmark heißt es, glaube ich, oder? Ich weiß gerade nicht mehr, wo die Bleeds jedenfalls dupliziert werden. Ansonsten können wir hier Gesamtdaten einmal reinschauen. Was wir so gehittet haben, werden natürlich nicht ganz oben sein. Wir schauen die Zahlen momentan aus. Obliterate, 94.000, höchster Crit ohne Gear. Hey, Mann. Froststoß, 31.000, 25.000. Kettenunterkühlung tickt zwischen 18 bis 35k. Und die Böe macht 22 bis 18.000. Definitiv ganz solide. Da müssen wir auf jeden Fall noch mehr Gear her, weil Stats sind natürlich auch noch ziemlich blöd, weil man braucht halt Meisterschaft ohne Ende. Wenn ich dann noch, sollte das Frost aktivieren, der Drache gut durchfliegt, kriege ich bis zu 40% plus Mastery, dann auf dem Gear noch. Und Mastery ist einfach Frostschaden erhöht, mehr Obliterate Damage. Das ist natürlich insane. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, ab damit unten in die Kommentare. Vergesst doch nicht mehr auf meinen Social Media Networks folgen. Alle Links mir unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein.
Ciao.